Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Feldsturm und mit 2 Tagen Verspätung schaffe ich es endlich, den neuen Cast rauszumeldern hier. Ja, woran lag das, dass das jetzt erst kommt? Das hat 2 Gründe. Der erste ist, dass meine Freundin doch noch ein bisschen länger geblieben ist, als das geplant war. Beziehungsweise, ja, es ist länger, sie ist halt Montag früh gefahren statt Sonntagabend. Deswegen war ich Sonntagabend noch ein wenig, ein bisschen anders beschäftigt. Und gestern, muss ich ehrlich gestehen, war ich tierisch besoffen. Ich bin irgendwie nach der Arbeit mit dem Kumpel dann zu Bierchen trinken gegangen und das wurde dann aus dem einen Bierchen wurden dann ein paar mehr. Ja, und da bin ich dann gestern Abend nach Hause gekommen und habe mir gedacht, nein, du machst heute nichts mehr und gehst jetzt ins Bett und weinst. Nee, so ganz war es nie, es war natürlich ein toller Tag, aber scheiß drauf. Jedenfalls ist das hier im PvP, wie man hier sieht. Auf Dämmerung LE, hier wurde auch schon in Pylon geschmissen. Bin mal gespannt, was da dann hier gebaut wird. Also der Pylon, das steht schon ganz schön randommäßig am Start. Jetzt muss ich erstmal schneller husten. Ja, Dämmerung LE. Und zwar spielen Killzone hier in dieser oberen Position gegen wahrscheinlich irgendwie. Also gegen Regina hier. Und Killzone hat schon ganz, ganz fest gescoutet, währenddessen Regi hier ein bisschen rumrennt und hier einen Pylon platziert hat. Und jetzt, was will er denn machen? Er will ja versuchen, einen Proxy zu spielen. Allerdings hat das Killzone einen Spitz bekommen. Und da fängt jetzt hier an mit seinen Drohnen-Probes von Hundezeug da ein bisschen rumzurennen und sieht's aus, als wollte Regi hier die Base zu machen und mal gucken. Ja, das schafft er auch. Gar keine schlechte Idee, ein bisschen ein wenig wirr, würde ich sagen. Aber ansonsten eine relativ lustige Idee. Aber ich denke mal nicht, dass irgendwie wird da was irgendwie draus werden oder was. Na mal schauen. Also ein ganz interessantes Opening da von der Regie. Hat da versucht irgendwie den Großteil an Arbeitern aus der Base rauszuziehen. Allerdings versuchen die sich jetzt hier wieder rein zu tickle-cannen in diese Base. Und ich glaube, das war irgendwie nicht so ganz, wie er sich das gedacht hat. Jetzt baut er hier sein Warp, geht dann in seine Basis, bringt das an den Start. Da ist es natürlich jetzt gar nicht so schlecht. Ich meine, Huda hat relativ viele Ressourcen verloren. Das ist auch mit den Supplies, wenn wir mal die Units angucken. 4er hinter dem Kollegen Killzone, der jetzt aber Supply-Block ist. Und hier mehr oder weniger seinen Chrono-Boost verrissen hat. Und aber da kann natürlich die vielen Probes, die er hier unten hat, das sind ja dann mittlerweile doch irgendwie so, wie viel sind es denn eigentlich? 7 Stück, stimmt das? Ja. Die 7 Probes kann er nicht richtig benutzen, um zu minen. Und die hier greifen wir schon gar nicht mehr an. Macht er auf jeden Fall, wir können mal kurz aufs Income gucken. Macht auf jeden Fall mit weniger Probes dann mehr Income. Interessant. So, jetzt haben sie es ja endlich geschafft, die Pylone abzureißen. Und jetzt wird sich Killzone dazu entscheiden, hier mal ein bisschen Druck zu machen. Und hier da wieder ein bisschen rum zu mineralisieren. Jetzt dreht er aber den ganzen Spieß um. Und zwar macht er jetzt hier sein eigenes Proxy. Und ich will mal gucken, ob das Riegel wird angegriffen. Ja, der ist jetzt hier rausgegangen und na, rechts abgebogen, hat es nicht gesehen. Also Killzone dreht den Spieß um. Oh, jetzt habe ich am Fuß eingehauen. Ja, und spielt hier seinen eigenen Proxy. Das ist natürlich gar keine schlechte Idee, das zu machen. Muss ich ehrlich sagen, finde ich ganz, ganz hübsch, dass er das macht. Und Regi ist jetzt in dem Moment ein bisschen, zumindest vom Tech her, im Vorteil. Er hat jetzt seinen Kubernetes-Kern am Start, baut jetzt den toten Warp-Knoten noch mit dir hin. Währenddessen Killzone jetzt hier in Proxy Forgate spielt, auch nicht schlecht. Er versucht auf jeden Fall jetzt hier relativ schnell dann an die Base ranzukommen und ich bin mal gespannt, was dann hier passieren wird. Währenddessen hier in Forward-Piling gesetzt wurde und die Probe, die rennt jetzt hier noch ein bisschen rum. Die wird jetzt wahrscheinlich gleich in die Basis reingehen wollen. Zumindest wenn sie dann hier mit der irgendwie dann fertig ist, da die kaputt zu machen. Und wird sich wahrscheinlich dann wundern, was da eigentlich hier Sache ist. Weil er einfach keine Warp-Gates finden wird. Und Killzone hat versucht, das ein bisschen hier zu preventen, wie ist das auf Deutsch, keine Ahnung. Abzuwehren, dass er da die Scouting-Informationen bekommt. Hat aber nicht geschafft, er ist jetzt reingerannt und denkt sich jetzt wahrscheinlich, aha, das ist aber, was ist das denn? Und wird jetzt wahrscheinlich mit dem... Was ist ein Stalker, sollte dann eigentlich mal rausgehen und mal ein bisschen rumsuchen, weil es könnte dann sein, dass dann irgendwie Hidden Tech ist oder so. Und jetzt hat er schon gesehen, dass da irgendwie was am Start ist. Und hat er auch die...
Ja, die Gates gesehen, also weiß ich genau, was da irgendwie, was da los ist. Macht jetzt zu der nächsten Warlauf wieder mit den drei Pylons. Ja, kann man zur Not machen, wenn man das dann so sieht. Allerdings sollte er dann wahrscheinlich. Ja, jetzt fängt er schon ein bisschen den Zelda drum zu schießen, okay. Sollte dann wahrscheinlich das mit dem Sentry dann arbeiten, um das, um die Ramp dann richtig zuzumachen. Jetzt kommen aber die Zelda schon hoch und die fangen an auf den Pylon rumzuhacken. Werden jetzt aber langsam zerhackt von den Stalkern. Vielleicht sollten sie sich darauf konzentrieren, dann erstmal den anderen da, der dann schon halb tot ist, kaputt zu machen. Allerdings ist jetzt der Wall offen und die Zealots kommen jetzt hier rein. Allerdings können die Stalker natürlich die Zealots irgendwie das ewig und drei Tage lang kiten. Also da ist irgendwie der Killzone nicht so richtig gut am Start mit seiner Army Composition. Er hat nur Zealots. Jetzt wird auch wieder hier oben hier unten zugemacht. Oder hier oben natürlich, ja. Hier oben zugemacht und die Zealots rennen jetzt ein bisschen lethargisch hier rum und versuchen da irgendwie an die Stalker ranzukommen. Jetzt haben sie sich dazu entschieden, hier auf den Probes ein bisschen rumzuhacken. Jetzt haben sie aber einen Stalker gefunden. Also das macht Regi ganz gut. Also jetzt, okay, jetzt hat er ihn verloren, gerade wo ich ihn loben will, und macht dann einen kleinen Fehler. Und lässt hier hinten die anderen Stalker rumstehen. Aber das hat er relativ gut gemacht. Das gefällt mir, dass er da rumgerannt ist und die Zealots einfach gekitet hat. Und jetzt da im Prinzip auch nicht sehr viel verloren hat, hat er den einen Stalker-Körper verloren. Das sind irgendwie Steuerung L. Nee, was war denn das? Steuerung R. Die Einheiten, ja. Also, genau, Killzone hat er schon ganz ordentlich verloren und ich denke mal, dass das Regier mit den vielen Stalkern bald mal den Ausfall wagen kann. Ich guck mal schnell auf seine. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, das war die Leertaste, so nicht schlecht. Ich wollte gerade hier hingucken und mal schauen, was ob er das mit, irgendwas mit seinem Forward-Piling gemacht hat. Das hat er jetzt gemacht, er hat ja selbst reingeworbt. Und ja, die Celeste, die rennen jetzt hier rein und machen jetzt die Probes kaputt, währenddessen jetzt der nächste Push kommt. Kommt auch wieder ein Pylon hin. Mittlerweile sind so viele Stalker, dass die Zealots relativ fix rausgenommen werden, ohne größere Probleme. Jetzt kommt aber auch der Sentry. Und der kann dann zur Not noch ein Force Field setzen. Und da war es ja schon vorbei. Warum war es ja vorbei? Ganz einfach. Die Kollegen haben angegriffen und Killzone hat sich gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Und da gehe ich lieber raus. Er hat zwar noch eine Forge geschmissen, wo steht sie? Hier. Wollte dann wahrscheinlich noch irgendwie mit Cannons irgendwas retten. Allerdings, ja, das ist dann einfach irgendwie dann doch zu spät für die ganze Aktion. Ja, was soll ich sagen? PvP, ne? Eigentlich gar kein schlechtes Spiel. Ich fand es ganz lustig, was Regi ja gemacht hat. Ob das natürlich dann beim nächsten Mal auch wieder so klappt, ist fraglich. Killzone hat sich da, wir sind übrigens in der Silberliga, Killzone hat sich da zu stark beeindrucken lassen von der ganzen Geschichte. Man braucht eigentlich so 1, 2, 3, 4 Probes und hier immer unbebaubare Platten, um in Pylon wegzuhauen. Da hätte er auch auf jeden Fall weniger schicken können. Und vielleicht erstmal die Lage analysieren können, aber. Na gut, das hat er so gemacht und das mit dem Wolf fand ich auch ganz cool. Kann man machen, ne? Gut, dann euch noch einen schönen Tag. Ich bin mal wieder weg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!